Guten Morgen! Ich möchte mit euch heute über den Live-Talk reden. Ihr wisst ja, der Live-Talk läuft seit über 60 Wochen. Jeden Donnerstagabend mache ich die Kamera an in meinem Bett und rede mit euch über alles Mögliche, was dem Anrufer auf dem Herzen liegt. Und fand die Idee immer sehr reizvoll in einem größeren Rahmen, im öffentlichen Rahmen das zu machen, weil die Probleme, die man hat, die hat meistens auch mindestens ein anderer. Ich hatte auch schon mal ein Video dazu gemacht, ich verlinke euch das mal oben mit dem Titel Meine Probleme sind einzigartig. Nein, das sind sie nicht. Alle Probleme, die ihr habt, sind Probleme, die sehr viele andere Menschen auch haben. Und entsprechend fand ich das immer sehr hilfreich, wenn diese Probleme öffentlich angesprochen werden und man darüber sich unterhält. Man kann sie natürlich nicht immer lösen, aber man kann andere Sichtweisen mit einbinden und etwas mehr Klarheit vielleicht schaffen. Das war die Intention. Und in letzter Zeit, ich verfolge natürlich dann mein Leben auch immer wieder, indem ich rekapituliere, das gehört zu einem bewussten Leben dazu, und natürlich auch den Live-Talk. Und bei dem Live-Talk ist es so, dass ich dass zwar, sage ich mal, sehr, sehr viele Menschen Donnerstag zuschalten und sich diesen Live-Talk anschauen, ich aber den Eindruck habe, dass das ein bisschen zu einem Unterhaltungsformat mutiert ist. Ich wollte etwas generieren, was eine gewisse Tiefe hat, eine gewisse Intensität hat, eine gewisse Sinnhaftigkeit, natürlich im Kontext von meinem Sinngefüge. Und ja, das hat sich, das fühlt sich ja einfach nicht mehr wirklich so an. Und entsprechend habe ich jetzt erstmal, weil es kostet ja auch Zeit, und habe ich jetzt erstmal gedacht, okay, ich werde den Live-Talk erstmal pausieren für eine bestimmte Zeit und werde stattdessen etwas wieder einführen, was ich gecancelt habe. Ich hatte zugunsten des Live-Talks, habe ich die Einzelgespräche, die ich geführt habe mit Menschen, die habe ich auf Eis gelegt. Und das möchte ich einfach, einfach wieder reaktivieren, indem ich sage, okay, damals, das ist wahrscheinlich auch unverständlich für viele, damals hatte ich die Einzelgespräche geführt, wo es so war, dass ich Einzelgespräche terminiert habe, ein oder zwei Gespräche die Woche, und die Gespräche liefen auf einer Basis der Freiwilligkeit ab. Das heißt, ich habe freiwillig mit den Leuten geredet, mir Zeit genommen, und die Menschen haben einfach freiwillig den Energieausgleich für sich festgelegt. Das heißt, sie haben entweder Danke gesagt oder sie haben halt mir auf PayPal was gespendet für das Gespräch, je nachdem, was sich für die Menschen gut angefühlt hat. Und natürlich sind also auch monetäre Einnahmen entstanden, da quasi jeder irgendeinen gewissen Betrag gespendet hat für das Gespräch. Obwohl ich, wie gesagt, explizit immer gesagt habe, wenn ihr nicht spürt, dass ihr was zu teilen habt, dass ihr Energie ausgleichen wollt, dann macht das nicht. Ne? Ganz wichtig. War jetzt kein Coaching oder sowas. Viele haben immer Coaching gesagt. Nein, das war es nicht. War einfach nur ein Gespräch. Ich habe mir einfach Zeit genommen. So. Und die meisten Menschen, die fühlen da eine gewisse Dankbarkeit und möchten das dann eben dann noch irgendwo ausdrücken. Aber auf jeden Fall habe ich das gecancelt, obwohl es Einnahmen waren, und gesagt, nein, ich möchte wieder Live-Talk, weil ich den Eindruck hatte, dass das einfach mehr Menschen erreicht und mehr bewirken kann. Mittlerweile ist es so, dass der Live-Talk richtig gut ist, also es schauen immer mindestens 50 Leute, teilweise waren es zu Stoßzeiten 312 Leute, waren es glaube ich mal maximal, die da zeitgleich zuschauen, und mittlerweile 50, 100 Leute, und ja, und hat sich so ein Tribe gebildet, auch wieder was Erfolgreiches, was man natürlich auch monetarisieren kann, YouTube und so weiter, und jetzt sage ich dann auch wieder, hey, nee, mach das wieder nicht. Ja, da kommt sicherlich einiges Unverständnis und sagt, hey, warum hörst du denn, Mensch, das hat doch so viel, und auch viele Komfortzonen werden jetzt natürlich auch beschnitten von den Leuten, die Donnerstagabend gerne den Live-Talk verfolgt haben. Aber es war letztlich, ganz ehrlich, es war nur noch Unterhaltung. Es war kein, nicht mehr wirklich konstruktiv mit Thematiken auseinandersetzen. Es war nur noch Unterhaltung. Und
die Möglichkeit, mit mir zu reden, gibt es immer noch, eben wieder auf Basis der Einzelgespräche. Dann ist es natürlich so, dass ich pro Woche ein bis zwei Gespräche führen werde. Und ja, einfach den Live-Talk, wie gesagt, erstmal pausiere. Schreibt mir einfach eine Mail, die findet ihr unter der Kanalinfo, oder schreibt mich bei Facebook an, wenn ihr ein Gespräch mit mir möchtet. Und das Gespräch läuft dann einfach ab. Ihr könnt über das reden, was ihr wollt. Es findet in erster Linie natürlich erstmal privat statt. Ich werde das Gespräch aber aufzeichnen und ihr könnt dann für euch sagen, nach dem Gespräch, ob das in Ordnung ist für euch, dass ich das online stelle. Dann würde ich das auf den Live-Talk-Kanal dann auch posten, die Einzelgespräche. Und das könnt ihr einfach für euch privat entscheiden. Und ansonsten bleibt alles wie gehabt bei den Einzelgesprächen, wie halt bis in Januar, wo ich sie reingeführt habe. Das heißt, wenn ihr spürt, möchte irgendwie was ausgleichen energetisch, dann könnt ihr mir einen Betrag als PayPal überweisen. Wenn ihr das nicht spürt, ist vollkommen in Ordnung, dann überweist ihr nicht. Macht euch da also nicht verrückt. Ihr könnt einfach mit mir reden und wir machen uns was aus. Dann reden wir über Skype und nach dem Gespräch werde ich euch fragen, ob das in Ordnung ist für euch, dass ich das Gespräch öffentlich poste auf dem Live-Talk-Kanal und werde das dann posten, damit andere, und das trifft eben das wieder zu, warum ich das auch gemacht habe, diesen Let's Talk, dass andere davon profitieren, von diesem Gespräch, dass ihr anderen helft. Das ist das eine. Und genau, wenn ihr spürt, irgendwie einen Energieausgleich geben zu wollen, dann könnt ihr einfach über PayPal eine Spende machen und gut ist, oder mir per Brief was zuschicken. Wie auch immer ihr das wollt, da gibt es überhaupt keines freiwillig. Ne? Das heißt, da gibt es auch keine Empfehlung. Es gibt ja viele, die so auf Spendenbasis arbeiten oder Freiwilligkeit, aber eine Empfehlung geben. Also bei mir gibt es keine Empfehlung. Macht das, was für sich für euch richtig anfühlt. Und dafür plädiere ich ja auch immer. Und löst euch von allen, ja, was sein muss oder nicht. Ich bin mit allen zufrieden. Ich bin mit einem Dank und einem Lächeln zufrieden, wenn ihr das für euch sich richtig anfühlt. Weil wenn ihr irgendwie den Eindruck habt, irgendetwas zu bezahlen oder Geld aufzuwenden, wo ihr euch nicht gut fühlt, dann fühle ich mich auch nicht gut und dann ist die Energie auch nicht in Ordnung. Also von daher, ja, komplett freiwillig. Ja, also das ist jetzt die Neuerung. Der Kanal wird natürlich dann weiter existieren, da dann die Einzelgespräche dort gepostet werden und halt nicht mal der Let's Talk. Das heißt auch nicht, dass es keinen Let's Talk mehr gibt. Ja? Also ist durchaus möglich, dass der Let's Talk auch mal spontan entsteht, dass ich einfach mal, ja, Lust habe. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es jetzt erstmal so, dass ich die Live-Talks am Donnerstagabend nicht mehr mache. Ich werde auch noch das Banner und die Einstellung also ein bisschen ändern. Ja, dass es trotzdem der Community-Kanal bleibt. Ich hatte das ja am Anfang auch auf dem Kanal, aber ich fand das halt ganz gut, weil das halt meist sehr, sehr lange Videos sind, dass man das extra auf einem Kanal macht. Ich möchte auch denjenigen, die den Live-Talk Donnerstag, für die das so immer was Schönes in der Woche war, auch sagen, nicht, dass es mir leid tut, dass es den nicht mehr gibt. Das ist Quatsch, ist eine freiwillige Sache von mir. Aber dass sie sich nicht traurig sein sollen. Es gibt viele, viele andere Menschen, die jetzt auch einen Live-Talk angefangen haben. Zum Beispiel der Dennis hat einen Live-Talk angefangen. Die Silke experimentiert auch damit. Ja, gibt für viele, viele Menschen, wo ihr euch treffen könnt und da gemeinsam reden könnt. Und es war einfach wirklich von mir nicht als Unterhaltung geplant und nicht als Amüsement am Donnerstagabend, sondern als wirklich eine Sache, als eine, das hatte ich auch immer bei jedem Mal erwähnt, als Bereitstellung meiner Zeit, wenn wirklich Menschen Probleme haben und darüber reden möchten. Und dafür wollte ich da sein. Und am Ende hat sich das jetzt nicht mehr so angefühlt, dass sich die Zeit diesbezüglich rechtfertigt und dass ich diese Zeit eben nicht sinnvoll in Einzelgesprächen einsetzen kann. Und ja, von daher trotzdem mein Mitgefühl, dass vielleicht für euch jetzt was wegfällt, dann die Komfortzone, die da sozusagen beschnitten wird, dass etwas wegfällt. Aber so ist das Leben, ne? Und von daher sehe das als Übung. Und es das heißt auch nicht, dass es den Live-Talk nie wiedergeben wird. Aber er wird irgendwann dann wahrscheinlich wieder im kleinen Kreise starten. Und ja, dann schauen wir mal. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüssi.